Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.2. Aufgrund der zahlreichen Nachfragen und Kommentare zum Thema hierarchische Schaltpläne könnte man schon fast eine eigene Playlist draus machen. Heute noch einen Teil 4. Der Abonnent Roland hatte mich gefragt, was mache ich jetzt hier mit diesen globalen Bezeichnern, die kann ich hier in allen Schaltplänen verwenden, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal in meinem Master-Schaltplan mich bewege, sehe ich nicht, in welchen Unterschaltplänen ich diese globalen Bezeichner verwendet habe. Globale Bezeichner verhalten sich im Prinzip wie eine globale Variable beim Programmieren. Ich kann die auch in allen Subroutinen verwenden und mit hier so einem globalen Bezeichner ist es genauso. Ich kann sie hier in allen Unterschaltplänen verwenden. Und ich sehe aber nicht, wo, in welchem Schaltplan ich jetzt das hier verwendet habe. Da hilft uns die Suche weiter. Ich gehe also hier auf die Suche. Ich habe es hier schon mal eingetragen. Trage hier das Wort Test ein oder den Bezeichner, Namen. Und ich kann jetzt hier auf Suchen gehen. Da sehen wir einmal, finden wir es hier im Master-Schaltplan. Wir finden es hier in einem der Unterschaltpläne. Und wenn ich jetzt hier nochmal drauf gehe, sehen wir es noch in einem anderen Schaltplan. Das hilft mir nicht wirklich weiter, das ist relativ umständlich. Ich komme zwar zu jedem globalen Bezeichner hin, aber ich weiß immer noch nicht auf den ersten Blick, wo befinden die sich jetzt hier in diesen Schaltplänen. Ich wechsle mal hier rein. Wir sehen, hier habe ich den einmal verwendet in diesem Schaltplan. Ich gehe nach oben und ich kann mir jetzt hier eine kleine Gedächtnishilfe machen. Ich gehe hier auf das Textwerkzeug rechts und schreibe mir das hier in dieses Feld rein. So, ich schreibe mir das also hier rein und setze mir hier den Bezeichner an. Dann schauen wir mal hier rein. Wir sehen, hier habe ich ihn auch nochmal verwendet. Auch hier mit Text einfach nochmal Test hingeschrieben. Und so mache ich das jetzt hier mit allen globalen Bezeichnern. Ich wechsle nochmal hier rein, Schaltplan öffnen. Hier habe ich ihn nicht verwendet. Okay, Werkzeug beenden und Schaltplan verlassen. So kann ich also mir jetzt hier eine Gedankenstütze machen, wo ich denn meine globalen Bezeichner in welchen Schaltplänen verwendet habe. Und so kann ich das also sehen und bei einer Fehlersuche eventuell dann hier auch schnell in diese Schaltpläne hineinwechseln, ohne die Suche bemühen zu müssen. Eine globale Übersicht für diese Bezeichner, wo ich sie verwendet habe im solchen Schaltplan, stellt KiCad hier nicht zur Verfügung. Es geht also nur über diesen Weg oder über die Suche. Globale Bezeichner sollte ich auch sehr sparsam verwenden. Und zwar aus folgendem Grund, auch den möchte ich euch noch zeigen. Erstens mal muss ich natürlich mir hier Gedanken machen, habe ich jetzt hier die richtige Form gewählt und, was auch wichtig ist, die richtige Schreibweise. Denn das ist jetzt eine unterschiedliche Schreibweise, die KiCad hier auch entsprechend bemängeln wird. Auch das zeige ich nochmal. Wir schreiben es nochmal so. Und ich setze das jetzt mal hier auf Ausgang. Da sehe ich es zwar am Symbol, das ist jetzt hier anders gezeichnet. Das würde ich noch relativ schnell erkennen. Aber hier so ein Vertipper, den hat man doch mal schnell übersehen. Und ich gehe mal hier auf den Rule-Check, ich lasse das mal laufen und wir sehen, dass das Schaltplan, also dieser Vertipper, der wird hier zwar erkannt, ja, also Groß- und Kleinschreibung, das sehen wir einmal hier. Ich versuche es mal größer zu ziehen, das Fenster. So, wir sehen also hier Test, Test, das einmal wird das als Fehler angemahnt, ja, beziehungsweise hier, dass er mit nichts assoziiert ist, mit einem anderen globalen Bezeichner. Das sind die zwei Fehlermeldungen. Da könnte ich es noch finden. Wir sehen aber zum Beispiel jetzt hier bei dem auf Ausgang gestellten Ding, globalen Bezeichner, das ist also ein komplett anderes Netz, ist auf Ausgang, erzeugt hier aber gar keine Fehlermeldung. Also da ein bisschen aufpassen und mit globalen Bezeichnern oder globalen Labeln ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ich empfehle, so sind wir sauber, ich empfehle natürlich bei
solchen Signalverläufen hier immer mit hierarchischen Pins zu arbeiten. Auch das hatte ich bereits mal gesagt. Also hier mit hierarchischen Bezeichnern bzw. mit hierarchischen Pins, die ich hier am Schaltplan hinzufüge. Denn hier sehe ich an meinen Pins, dass das sauber der Signalverlauf zu verfolgen ist. Wir sehen also hier einen Ausgang, auch an diesem Symbol zu sehen, Pfeil nach rechts, verbunden über den Leiterbahn und dann hier auf Eingang. Auch das sehen wir, hier wird es also dann auf die Verbindung auf der anderen Seite angezeigt. Dann, wenn ich jetzt hier hinein wechsle in diesen Schaltplan, dann sehen wir, dass also hier den Bezeichner, ich erkenne hier sofort, aha, hier passt was nicht. Das ist also wieder ein anderes Symbol. Gehe ich mal auf Eingang, auf Eigenschaften über die Taste E. Da sehen wir, dass es jetzt hier auf bidirektional gesetzt. Sollten wir natürlich auf Ausgang setzen, denn es handelt sich ja hier um einen Ausgangspin bei diesem 7805. Damit haben wir auch hier wieder den richtigen Pfeil. Wir sehen also, dass es also eine saubere Zeichnung ist, wie der Signalfluss ist, und da kann ich also Probleme oder Fehler schnell erkennen. Wechseln wir nochmal hier auf diese Seite hinein. Dann sehen wir auch hier, geht es dann auf den Eingang, auch hier über diesen Pfeil sauber auf den Eingangspin wieder von diesem 7805 gezogen, und wie wir hier sehen, wenn wir das jetzt mal hier anschließen, erhalten wir hier keine Fehlermeldungen. Der DRC-Check wird also sauber ausgeführt. Wozu sind jetzt trotzdem solche globalen Bezeichner interessant oder nötig? Für Signale kann ich das natürlich jetzt hier, oder muss ich das sogar so machen, dass ich hier meine Signale über diese Bezeichner und Pins verbinde in den Schaltplänen. Wo es aber keinen Sinn macht, ist zum Beispiel für Spannungen. Ich möchte es euch hier mal zeigen. Wenn ich jetzt hier jedes Mal eine Spannung mit durchführen müsste über diese Schaltpläne, die ich hier nutze, wird das relativ umständlich, mit diesen Pins zu arbeiten, und deshalb bietet sich da zum Beispiel eben hier so ein globaler Bezeichner an. Ich mache das jetzt mal hier, machen wir mal plus 5 Volt. Jetzt mal natürlich auf Ausgang, jawohl, das passt. So, das soll jetzt also unsere Spannungsversorgung sein. Dann kann ich hier, was weiß ich, auf plus 9 Volt setzen. Und ich kann jetzt hier nochmal eine plus 12 Volt Spannung erzeugen. Und wenn ich die jetzt hier in diesen Schaltplänen drin haben möchte, sagen wir mal, machen wir es so, nehmen wir hier mit Steuerung C mal diese beiden, also 5 und 9 Volt, die möchte ich jetzt hier drin haben. Dann kann ich die also hier reinsetzen. Dann verlassen wir den Schaltplan, dann sagen wir, was weiß ich, im nächsten Schaltplan wollen wir mit Steuerung C mal hier 9 und 12 Volt verwenden. Und wenn ich nach oben gehe, was da möchte ich jetzt meinethalben noch hier mit Steuerung C 5 und 12 Volt im letzten Schaltplan haben. Dann kann ich das jetzt hier so reinsetzen, mir das speichern und habe jetzt entsprechend natürlich in den einzelnen Schaltplänen hier meine Spannungen sofort zur Verfügung, ohne dass ich die jetzt hier mit Pins und Bezeichnern durch die einzelnen Schaltpläne führen muss. Natürlich, und mache ich jetzt auch hier wieder, gehe ich sofort her und sage, mit Text setze ich dann hier, was weiß ich, hatte ich plus 5 Volt, hoppala, plus 9 Volt. Setzen wir die gleich hier rein. Damit kann ich also sofort sehen, hier habe ich das verwendet, das würde ich jetzt hier mit den anderen natürlich genauso weitermachen, mit den anderen Schaltplänen, und kann dann sofort sehen, aha, ich habe jetzt hier meine globalen Bezeichner entsprechend in den jeweiligen Schaltplänen besetzt, und ich prüfe nochmal hier am DRC-Rulecheck, fertig, passt soweit, kann ich also dann hier nutzen. Muss natürlich auch wieder aufpassen, wo ich hier Eingänge, Ausgänge nutze, also die Form ist ganz wichtig, die ich hier verwende. Das muss ich dann entsprechend sauber anschließen und auch anpassen, dass ich
einen Signal, einen sauberen Signalverlauf habe. Deshalb, wie gesagt, bei globalen Geschichten immer ein bisschen aufpassen. Und ich denke, das soll es dann aber auch wirklich mal zum Thema hierarchische Schaltpläne gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß und immer aufpassen, dass sich keine Fehler einschleichen, gerade bei diesen Geschichten hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.